2006 war ein schmerzhaftes Jahr für Sonic. Wie die meisten von euch wissen, kam in 2006 das sehr verachtete Sonic 06 raus. Und leider gab es in diesem Jahr nicht nur ein Sonic-Spiel, was schlecht ankam, sondern drei. Was für ein Jahr für Sonic. Eins davon ist Sonic Rivals für die PSP, das gucken wir uns heute aber nicht an. Und das andere ist Sonic Riders. Ein Spiel, bei dem die Sonic-Charaktere auf Hoverboards durch eine futuristische und antike Welt fliegen, während sie Tricks machen. Und es ist nicht möglich in Worte zu fassen, wie unfassbar cool alleine die Idee ist und wie perfekt das zum Sonic-Franchise passt. Deshalb kann ich bis zum heutigen Tag wenig nachvollziehen, wie es zu diesem Rating kam. Die einzige logische Erklärung ist und bleibt, dass die Leute nicht in das Spiel reinkamen und das Gameplay nicht verstanden haben. Denn ihr müsst eine Sache wissen, Sonic Riders ist kein 0815 Standard Funracer à la Mario Kart. Da Sonic immer versucht etwas anderes zu machen, haben wir auch schon mit Sonic R gesehen, was eher ein Collect davon war. Und auch wenn es bei Sonic Riders nicht so einen krassen Genrewechsel gibt, ist es bei dem Spiel was anderes. Und zwar der Fakt, dass das Spiel sehr schwer ist. Vor allem sehr schwer reinzukommen. Ich würde fast sagen, schon kompetitiv schwer. Das liegt daran, dass das Spiel von oben bis unten etliche neue Mechaniken eingebaut hat, mit denen man sich erstmal vertraut machen muss. Und dieses Spiel sich fantastisch gut, wenn man sie erstmal raus hat. Competitive-Spielern zuzugucken ist wirklich anders krank. Wenn ihr sehen wollt, wie gut ich in dem Spiel bin, dann abonniert meinen Zweitkanal, da kommt heute noch mein Playthrough von Sonic Riders. Die ganzen Mechaniken des Spiels zu perfektionieren ist unfassbar herausfordernd, aber auch gleichzeitig belohnend. Deshalb ist es echt schade, dass das Spiel so missverstanden wird. Damit ihr das Spiel überhaupt mal versteht, gucken wir uns an, wie das Gameplay funktioniert. Schon beim Countdown direkt ist das Spiel besonders. Statt dem typischen Drück aufs Gas, wenn die Zahl auf dem Bildschirm steht für ein Turbo, können wir in Sonic Rider stattdessen einfach frei herumlaufen. Und das liegt daran, dass diese Linie auf dem Boden euch zeigt, wann das Rennen losgeht und wann der Blitz an der Startlinie weggeht. Bedeutet, wenn ihr einfach losrennt, dann rennt ihr gegen diesen Blitz und werdet geschockt. Was natürlich nicht gut ist. Und wenn ihr zu lange wartet und danach erst losrennt, dann ist halt jeder vor euch. Das bedeutet, ihr müsst perfekt ein Fingerspitzengefühl dafür haben, wann ihr loslauft und wie schnell. Denn wie schnell ihr durch den Anfang durchrennt, ist auch entscheidend, wie schnell ihr dann am Anfang des Rennens seid. Bedeutet, wenn ihr zwar perfekt durch den Start geht, aber ihr zu langsam gelaufen seid, dann ist das auch nicht so gut. Aber wenn ihr mit Fullspeed rennt und kurz nachdem der Start offen ist durchrennt, habt ihr den perfekten Start. Ein wirklich sehr cooles System mit sehr hohem High-Risk, High-Reward-Gefühl. Ihr könnt euch nämlich auch um eine Millisekunde verschätzen und das tut wirklich weh. Rennen wir durch den Start, dann steigt unser Charakter auch direkt auf sein Extreme Gear. Ja, so heißen diese wunderschönen Boards. Das Besondere an diesen ist, dass sie offensichtlich fliegen und dafür brauchen sie Luft. Denn jetzt kommt der mit Abstand wichtigste Aspekt am ganzen Spiel. Die Luft. I'm under the water. Please help me. Ihr müsst nicht atmen, aber euer Board hat einen Luftmeter. Und wirklich alles. Ich meine wirklich alles am Gameplay baut darauf auf. Driften, es geht runter. Ein Boost benutzen, es geht runter. Wenn ihr einfach nur geradeaus fahrt, es geht runter. Ihr müsst also konstant darauf achten, dass ihr so spielt, dass ihr immer genug Luft habt. Denn wenn eure Luft leer ist, naja, dann fangt ihr an zu laufen. Und das ist gar nicht gut. Ihr seid nämlich enorm langsam und habt endlos viele Nachteile. Aber Sonic ist doch zu Fuß ultra schnell. Das macht ja gar keinen Sinn. Schnauze. Ihr wollt also am allerwenigsten, dass eure Luft jemals leer geht. Sonst war es das eigentlich mit dem Rennen. Das heißt, dass ihr darüber nachdenken müsst, ob ihr noch genug Luft habt, wenn ihr jetzt driftet. Oder einfach so versucht, irgendwie um die Kurve zu kommen, weil ihr sonst keine Luft mehr habt. Wenn ihr das macht, gebt ihr gleichzeitig natürlich etwas Geschwindigkeit auf, was natürlich für eure Gegner gut ist. Also, alles baut auf der Luft auf. Ich denke, das sollte mittlerweile offensichtlich sein. Aber wie bekommt man denn jetzt Luft? Zum Beispiel mit den Rampen. Und diese funktionieren so, dass man schon den Sprungknopf im Vorhinein gedrückt halten muss und loslässt, wenn man am Ende der Rampe ist. Wenn ihr jedoch zu früh gedrückt haltet, dann verliert ihr euren ganzen Speed und wenn ihr zu spät gedrückt haltet, dann macht ihr halt nur so einen kleinen Sprung. Den Dreh dafür bekommt ihr aber ziemlich schnell raus. Es gibt aber noch eine Besonderheit. Denn wenn ihr gerade den Sprungknopf loslasst, dann könnt ihr den Stick noch nach hinten gedrückt halten, um damit höhere Orte zu erreichen. Und wenn ihr weit fliegen wollt, dann den Stick nach vorne halten. Und das ist eine Sache, die ihr erstmal wissen müsst. Damals habe ich mich oft gefragt, hä, wie komme ich da jetzt hin? Ich bin doch perfekt abgesprungen, weil ich halt nicht wusste, wie das funktioniert. Die Sprünge richtig zu machen ist auch sehr wichtig, weil je nach Weite oder Höhe kommt ihr an andere Wege, die entweder viel schneller sind oder andere Vorteile haben. Wenn ihr abgesprungen seid, könnt ihr in der Luft auch Tricks machen. Einfach in irgendeine Richtung drücken und ihr macht einen Trick. Je mehr Tricks, desto höher euer Rang und desto mehr Luft kriegt ihr. Also ihr müsst am besten spät von der Rampe abspringen für einen hohen Sprung und dann spammt ihr ein paar Tricks. Im besten Fall habt ihr einen X-Rang, der am meisten Luft gibt oder wenn ihr es fast perfekt macht, einen... Ich glaube, ich darf das in Deutschland nicht sagen.
aber wenn ihr euch mit den Tricks überschätzt und landet, bevor eure Tricks zu Ende sind, dann kriegt ihr den schlechtesten Rang und kaum Luft. Also überschätzt euch nicht. Es gibt aber noch etliche weitere Wege, Luft zu bekommen. Wenn ihr mal in die brenzliche Situation kommt, dass eure Luft fast leer ist, dann könnt ihr noch schnell in so einen Boxenstopp reingehen. Dieser füllt zwar eure ganze Luft wieder auf, aber im Gegenzug müsst ihr halt dort drin warten, bis sie voll ist. Ihr solltet diese Teile also wirklich nur benutzen, wenn eure Luft mal komplett leer sein sollte. Wie gesagt, alles im Spiel dreht sich um die Luft. So auch das Klassensystem. Denn je nachdem, mit welchem Charakter ihr spielt, habt ihr noch verschiedene Fähigkeiten und damit auch andere Wege zur Verfügung. Das erkennt man an diesen fliegenden Schildern hier. Die Speed-Charaktere wie Sonic oder Jet können auf vorgegebenen Rails grinden. Dafür müsst ihr erstmal springen und dann nochmal beim Landen den Sprungknopf drücken. Das fühlt sich anfangs etwas komisch an und man checkt es auch nicht direkt. Ist dabei ein weiterer Weg, etwas Skill in diese Passagen zu bringen. Vor allem, wenn man zwischen Rails wechseln muss, was echt schwer sein kann. Während ihr grindet, bekommt ihr außerdem Luft aufgefüllt. Ihr solltet sie also so gut wie es geht mitnehmen. Je nach Ort kann Grinden auch noch weiter nützlich sein. Wenn zum Beispiel eine scharfe Kurve kommt, dann könnt ihr die easy mit Grinden umgehen. Im Gegenzug dauert der Weg dann zum Beispiel etwas länger, ist aber sicherer. Oder in anderen Fällen ist er etwas riskanter, ist dafür aber ein Stück schneller. Und genau das muss man sich immer überlegen. Lohnt es sich in meiner jetzigen Situation, diesen Weg zu nehmen? Die Flugcharaktere wie Tails oder Wave können Rampen benutzen, mit denen sie dann fliegen können. Um nicht runterzufallen, muss man dann etwas korrigieren, um durch die Ringe zu fliegen. Es kann also oft sehr riskant sein, die zu benutzen. Denn oft sind die halt über einer Schlucht. Dafür kriegt ihr hierbei natürlich auch wieder Luft und die Wege sind teilweise echt gute Abkürzungen. Zum Beispiel die in Red Canyon, wo man echt übel viel skippt. Und zuletzt gibt es noch die Stärke-Charaktere wie Knuckles oder Storm, die einfach alles zerschlagen können. Egal ob Autos, Fässer oder Grundschulkinder. Das Coole hierbei ist, dass jedes einzelne Objekt einem etwas Luft gibt. Dadurch kann man halt echt gut immer wieder zwischendurch etwas Luft bekommen. Und nebenbei gibt es hier auch noch eigene Wege, die man erstmal aufschlagen muss. Was hierbei auch echt mega cool ist, ist, dass wenn ein Stärke-Charakter einen Weg öffnet, dann können auch die anderen Fahrer theoretisch hinterherfahren, was manchmal ganz nützlich sein kann. Und diese Wege beinhalten dann auch meistens ein paar mehr Objekte, die man zerstören kann, für mehr Luft. Oder manchmal führen sie nur zu einer Rampe. Oder wie in Egg Factory ist es einfach ein ganzer Secret-Weg hinter einer versteckten Wand. Das Einzige, was darauf hindeutet, ist, dass das Schild schräg hängt. Das ist so ein cooles Secret. Und davon gibt es noch mehr. Durch diese verschiedenen Klassen gibt es also mehrere Wege, mit denen man die Level anders erlebt und man auch anders seine Luft bekommt. Es ist wirklich so spaßig, die Strecken auf diese verschiedenen Weisen zu erleben. Vielleicht sollten wir auch mal genauer darauf eingehen, was man überhaupt für Moves hat. Wie schon ein paar Mal erwähnt, kann man boosten und driften, was aber Luft verbraucht. Das Coole hieran ist, dass wenn ihr wisst, dass ihr gleich wieder Luft bekommt, könnt ihr noch boosten, damit ihr die Geschwindigkeit ausreizt. Wenn ihr in einen Gegner reinboostet, könnt ihr ihn außerdem angreifen mit mega lustigen und cartoony Animationen. Und wirklich jeder Charakter hat eine andere Animation. Gegen Bots ist das nicht so wichtig, aber wenn ihr mit Freunden spielt, dann könnt ihr die damit komplett abfucken. Beim Driften ist das Coole, dass ihr keinen großen, langen Drift machen müsst, sondern auch mit so leichten Antippen der Tasten euren Weg nochmal korrigieren könnt, was bei präzisen Missionen sehr wichtig ist. Aber es gibt noch einen weiteren Move, den ihr machen könnt, der aber wirklich nur für Hardcore-Spieler ist. Und zwar könnt ihr mit den Schultertasten einfach einen Tornado hinter euch machen. Es bremst euch komplett runter, zieht richtig viel Luft ab und der Tornado ist richtig klein und selbst wenn jemand reingerät, ist er nur ganz kurz gestunt. Benutzt ihn also lieber nicht. Sonic Riders hat aber noch eine weitere coole Mechanik. Wenn ein Spieler nämlich gerade in einem Boost-Zustand ist, also genug Geschwindigkeit hat, dann wird hinter ihm eine Art Welle erstellt. Diese kann dann von allen Leuten dahinter geritten werden. In der Welle verbraucht ihr keine Luft, sie lädt gleichzeitig die Luft wieder auf und ihr könnt Tricks darin machen, wodurch ihr sehr schnell werdet. Wie ich finde, eine mega coole Idee, ohne das Basic-Item-Boxen-System einen Weg zu haben, dass man immer noch aufholen kann. Jede einzelne Strecke im Spiel hat außerdem einen dieser Mario Party Dreh den Stick Handflächen zerstörenden Drehpassagen. Das sind immer so Stellen, wo irgendwas Cooles passiert und ihr nur den Stick dreht, um etwas Luft zu bekommen. Es ist praktisch wie ein Checkpoint in jeder Runde, der so 4 Sekunden geht und vor allem für die Luft sehr wichtig ist. Eine weitere Besonderheit jeder Strecke ist, dass eine oder mehrere 100 Ringboxen versteckt sind. Klingt erstmal mega random, aber das sind einfach so goldene Itemboxen, die in den Leveln immer am selben Ort und schwer zu erreichen sind. Das heißt, ihr müsst erstmal wissen, wo die sind und diese dann auch noch erreichen. Manche sind auch nur erreichbar mit einer bestimmten Klasse. Zum Beispiel auf einem Pfad, wo man nur hinkommt, wenn man fliegt. Als Belohnung bekommt ihr dann halt 100 Ringe und seid direkt Level 3. Und weil ich langsam schon verrückt werde, weil ich so viel über Luft geredet habe, habe ich noch gar nicht erwähnt, dass es ein Level-System gibt. Sonic-typisch liegen auf jeder Strecke Ringe verteilt rum oder ihr bekommt diese noch aus Itemboxen. Aber das Besondere ist, dass ihr euch in jede
jedem Race hochleveln müsst bis zu Level 3, indem ihr Ringe sammelt. Und das ist ultra hilfreich in den Rennen, weshalb ihr es immer tun solltet. Denn hochleveln bringt euch mehr Beschleunigung, einen höheren Topspeed, wenn ihr Feinde angreift, betäubt ihr sie länger und euer Luftmeter wird größer. Alles baut auf der Luft auf. Also ihr habt dann einfach mehr Luft, die ihr speichern könnt und damit auch noch mehr Möglichkeiten, wie ihr boostet, driftet und so weiter. Und apropos 100 Ringboxen. Es gibt auch noch, wie erwähnt, normale Itemboxen. Diese geben euch auch random Ringe, Luft oder andere Items. Man hofft aber im Normalfall immer nur auf Luft oder Ringe, weil Items in dem Spiel wirklich nicht wichtig sind. Und ich meine das ernst. Es gibt sogar wortwörtlich ein Item, was euch verlangsamt. Also ein random schlechtes Item. Ihr könnt zwar auch einen Speedboost oder Unsterblichkeit bekommen, aber am Ende will man nur Luft oder Ringe. Ihr solltet jetzt das Grundprinzip des Gameplays ziemlich gut verstanden haben. Also gucken wir uns mal die Story an, die für einen Racer echt nice ist. Das Spiel hat erstmal einen der coolsten Intro-Cutscenes of all time. Ultra coole Motion, nice Animation, schöne Farben und die Rivalität zwischen den Teams wie auch Teamarbeit innerhalb der Teams wird super gezeigt. Denn in Sonic Riders gibt es zwei Stories, so wie in Sonic Adventure 2. Erst die Hero-Story und dann die Babylon-Story, wo auch das Finale ist. In der ersten CGI-Cutscene lernen wir auch das Babylon-Team direkt kennen. Jet, Storm und Wave. Die sind eine antike Vogelrasse, die Diebe sind. Die sind darin spezialisiert, richtig gut mit dem Extreme Gear umzugehen. Also Diebe auf Hoverboards. Die stellen alle ein Gegenstück zu den Leuten aus der Hero-Story dar. Sowohl vom Aussehen als auch von den Fähigkeiten und dem Charakter. Jet ist der schnelle Flinke wie Sonic, Wave ist die Tüftlerin, die fliegen kann wie Tails und Storm ist der große Starke wie Knuckles. Die Rivalität zwischen den jeweiligen Gegenstücken wird super gezeigt, wie zum Beispiel als Wave Tails damit verunsichert, als sie sagt, dass seine Arbeit am Extreme Gear schlecht ist. Währenddessen haftet sie eine Bombe an das Board, um das Rennen zu manipulieren, weil Tails durch ihre Worte verunsichert und deshalb abgelenkt ist. Generell ist die Story für ein Racing-Game echt cool. Also es fängt simpel damit an, dass Eggman einen Ex-World Grand Prix veranstaltet, bei dem man einen Emerald zahlen muss, um mitzumachen. Der Gewinner kriegt dann alle. Sonic, checkst du nicht, dass das nicht so smart ist, Eggman die Emeralds alle zu überlassen? Nein? Okay. Sonic nimmt also selber am Turnier teil und will es gewinnen, damit niemand anderes die Chaos Emeralds gewinnen kann. Das andere Team, das nämlich mitmacht, sind die Babylon Rogues. Macht Sinn. Eggman hat sie dazu gebracht, mitzumachen, indem er gesagt hat, dass er mit der Hilfe der Chaos Emeralds Babylon Garden wieder zurückbringen kann. Babylon Garden ist der Heimatort der Babylonier. Denn ganz Babylon Garden ist unter die Erde verbannt worden, nachdem die Babylon Rogues halt geklaut haben und der Gott davon erzürnt war. Da ist einfach Jesus in Sonic. Wie soll ich das irgendjemandem erklären? Seitdem sind die Babylonier überall verteilt, aber der Schatz von ihnen ist immer noch auf der Insel. Deshalb wollen sie natürlich um jeden Preis nach Babylon Garden. Jet hat den Schlüssel zu Babylon Garden schon von seinem Vater geerbt bekommen, jedoch braucht er alle Emeralds, um die Insel aus dem Boden zu befreien. Papa Jet wäre stolz. Wie gesagt, wird Sonics Board von Wave vor dem Finale sabotiert und so kommt es dazu, dass beim finalen Rennen, kurz vor der Ziellinie, Sonics Board weggesprengt wird und Jet dadurch unfair gewinnt. Jet lässt ganz Babylon Garden emporsteigen und wer hätte es gedacht? Eggman hat das alles nur für seinen eigenen Vorteil ausgenutzt und will den Schatz der Babylonier für sich selber klauen. Der Schatz der Babylonier wird wie eine Technologie beschrieben, die wie ein paar Flügel ist, mit denen man über alles herrschen kann. Also machen sich alle auf den Weg, den Schatz auf der Insel zu finden und kommen dann zu diesem endlos großen Raum, wo sie etwas erwartet. Der Wächter des Schatzes. Nachdem ihr diesen besiegt habt, liegt der Schatz euch zu Füßen. Eggman taucht auf dem Nichts aus mit Akimbo-Knarren. Er denkt, er wäre Shadow. Er will den Schatz und Jet wirft ihn Eggman zu. Es ist ein Teppich. Aber kein gewöhnlicher Teppich, sondern ein fliegender. Der Teppich ist nämlich der erste Prototyp der Extreme Gears und die Babylonier haben diese Technologie erfunden. Die Babylonier sind nämlich Nachkommen der Genies. Also der Wächter war praktisch ein Vorfahre der Babylonier. Und das schließt die Story ab. Eggman fühlt sich verarscht vom Schatz. Dass der Schatz nur ein Teppich ist, ist tatsächlich ein Humor, der sich durch das ganze Spiel zieht. Denn das Game hat trotz der etwas deeperen Story oft eher einen humoristischen Unterton. Alleine schon, wie Eggman auf seinem komischen Motorrad Extreme Gear fährt. Oder in den Cutscenes, wenn plötzlich Knuckles seine Augen sich im Kreis drehen, sie in den Kämpfen riesige Köpfe bekommen oder Waves Stimme vorgespult wird, weil sie so viel quatscht. Das Spiel hat eine echt gute Balance aus ernstem und interessantem Writing und Cartoony-Humor. Ich liebe es, wie sie die Backstory der Babylonier kombinieren mit der ganzen Story und wie alles zu Babylon Garden und letztendlich dem Schatz führt, der uns noch mehr Einblicke zeigt, woher die Extreme Gears kommen. Die Entwickler haben selbst eine ganze eigene Schrift entwickelt für die Babylonier. Die neuen Charaktere für Riders sehen auch alle mega gut aus und sind gut geschrieben. Jet zum Beispiel ist komplett überheblich, nervig und egoistisch, weshalb er oft dadurch auf die Fresse fliegt. Wade ist komplett neidisch
eigentlich schon eifersüchtig, was sie aber durch ihre komplett abgehobene Art versucht zu verstecken. Und Storm ist einfach, er ist einfach Schock. Ich find's auch echt cool, dass die Babylon Rogues einfach in einem Luftschiff leben. Spartacus wäre stolz. Im Verlauf der Story spielt er die meisten Strecken. Das Coole daran ist, wie sie das umgesetzt haben. Ihr spielt nämlich erst die Hero Story und dann die Babylon Story. In der Hero Story haben wir 6 Strecken. Viel coole Abwechslung von futuristischer Stadt über Dschungel bis hin zu den antiken Babylon-Bauten. Und in der Babylon Story haben sie nicht einfach dieselben Strecken reingemacht oder gespiegelt, was Racer echt gerne machen, sondern sie haben mit denselben Assets einfach komplett neue Strecken gemacht. Also jede Strecke der Hero Story hat ihr Gegenstück. Die futuristische Stadt zum Beispiel wird einfach bei Nacht befahren und mehrere Elemente der Strecke wurden verändert. Zum Beispiel gibt es eine Polizeiverfolgungsjagd auf einer Autobahn. Oder aus der heißen Egg Factory haben sie einfach Ice Factory gemacht. Mit extra Eisphysik und allem, was dazugehört. Und die Idee dahinter ist so cool, weil die Strecken trotzdem so unterschiedlich sind, dass es sich wie eine ganz andere Strecke anfühlt. Es ist aber viel schneller und einfacher, als 12 komplett neue Strecken mit komplett neuen Assets zu machen. Diese Strecken mit ihren Gegenstücken und den 3 verschiedenen Klassen ist super gut für den Wiederspielwert. Ihr könnt diese Strecken auf so viele verschiedene Weisen spielen. Was auch ultra cool ist, ist, dass es teilweise Wege gibt, die ihr nur erreichen könnt, wenn ihr hinter jemandem in seiner Welle seid und dann einen Trick nach oben macht. Dadurch landet ihr dann auf einer extra Ebene. Zum Beispiel ist dann dort auch noch eine 100er Ringe-Box. Das ist so unglaublich intelligent gelöst. Ich liebe alles daran. Es gibt in der Story eine besondere Strecke und zwar ist das der Wächter-Endboss, der eine eigene Strecke hat. Sie ist zwar besonders, aber gleichzeitig auch ziemlich lame. Also ihr habt diese coole ästhetische Boss-Fight-Strecke, die sich im Verlaufe auch noch in eine futuristische Variante verändert und ihr greift dabei einen Boss an. Das Problem ist nur, dass die Strecke so verläuft. Die Strecke ist ein Ei. Das einzig Besondere, was die Strecke zu bieten hat, ist halt nur der Boss. Was ich aber viel cooler finde, ist das passende Gegenstück dieser Strecke, die man danach freischaltet. Denn diese Strecke ist auch in so einem Höllenszenario, wo einfach Geisterhände aus dem Boden ragen. Wenn ihr zu nah ranfahrt, dann packen die euch auf und ziehen euch runter. Mega creepy. Und wenn ihr dann weiterfahrt, kommt ihr bei einer Tür an, die euch einfach in den Himmel befördert. Und dann kommt noch ein Wechsel zu einem futuristischen Setting. Diese Strecke ist wirklich so sick. Als Secret gibt es noch 2 weitere Strecken, die man freischalten kann. Und wisst ihr was? Scheißt auf die Sonic und Sega Rennspiele. Wir hatten nämlich schon ultra coole Kollabos mit Sega Franchises in Sonic Riders. Es gibt 2 Mashup-Strecken mit allen möglichen Sega Franchises. Samba de Amigo, Knights, Crazy Taxi und noch viele mehr. Und diese Strecken nehmen diese Vorlagen der Franchises so unnormal gut und machen daraus richtig interessante Strecken-Setpieces. Bei Choo Choo Rocket zum Beispiel nehmen sie das System dieser Fahrtlevel und ihr könnt auf der Strecke euch für einen Weg entscheiden, der euch dann dort langführen wird. Bei Crazy Taxi habt ihr einen Pfeil oben oder ihr könnt auch direkt einfach in das Taxi einsteigen. Und bei Monkey Ball versucht ihr einfach nicht runterzufallen und ins Ziel zu kommen. Diese Strecken sind Bombe. Und dabei bleibt es nicht, denn es gibt noch Charaktere und Boards von anderen Sega-Franchises. Ulala, Ai Ai und Knights. Alle super coole Charaktere und sie als Fahrer im Spiel zu haben, ist einfach mega cool. Sie haben alle dazu noch ein passendes Board. Ai Ai hat einfach 2 Bananen. Ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ansonsten gibt es noch ein Crazy Taxi Board und ein Opa Opa Board. Opa Opa kommt aus Fantasy Zone, falls ihr euch fragt. Komischer Typ. Ich finde, so funktionieren diese Franchise-Crossovers viel besser als Standard-Funracer mit gezwungenem Fokus darauf. Tja, Team Sonic Racing hatte weder noch was davon. Es gibt noch 2 Roboter zum Freischalten, was mega dumm ist. Also E10.000R und E10.000G, was einfach Basic Sonic Riders Roboter sind. Die kriegt ihr, und jetzt haltet euch fest, wenn ihr das Spiel für 20 und für 50 Stunden gespielt habt. Nur als kleiner Anhaltspunkt, als ich das Spiel zu 100% durch hatte, hatte ich nicht einmal 10 Stunden. Und die sind es nicht mal wert. Was jedoch super cool ist, ist, dass außer den Storyline-Charakteren noch Shadow, Woosh und Cream dabei sind. Ich finde, sie passen echt gut in das Game rein, auch wenn sie nicht in der Story sind. Auch Eggman ist spielbar, wenn man die Story durch hat. Und zu guter Letzt gibt es natürlich noch den einzig wahren Super Sonic. Der ist kein eigener Charakter, sondern funktioniert wie ein Board. Also ihr wählt Sonic aus und dann die Chaos Emeralds als Board und habt dann den einzig wahren und legendären Sonic und Chaos Emeralds. Man kennt ihn. Das Besondere an Super Sonic ist, dass er die Fähigkeiten von allen Klassen hat. Also Stärke, Flug und Speed. Dafür benutzt er aber keine Luft, sondern Ringe. Ist zwar eine nice Belohnung, aber ich hasse es mit ihm zu spielen, weil es super schwer ist, die Ringe oben zu halten. Deshalb nochmal Shoutout an die Luft. Und wie man Super Sonic und die Sega-Charaktere bekommt, ist auch echt cool. Also es gibt einen Missionsmodus. Insgesamt gibt es 100 Missionen, die in die Babylon Rogues eingeteilt sind. Diese Missionen versuchen auch nebenher
umher, eine Story zu erzählen, aber weil jede einzelne Mission einen Monolog hat, bestehen diese meistens nur aus "Oh nein, er ist mir schon zuvor gekommen" oder "Wir sind viel schneller als gedacht". Also ja, storytechnisch ist da nicht wirklich viel rauszuholen. Aber gameplay-technisch sind das 100 ganz solide Challenges. Die wiederholen sich zwar oft, aber es bockt sich auf diesen ganzen Strecken. Von Objekte zerstören, über eine Geschwindigkeit halten, bis hin zu Schrott sammeln. Und das mit dem Schrott ist auch eine ganz coole Geschichte. Denn wenn ihr Schrott sammelt, könnt ihr auch Schätze sammeln. Und diese sind dann komplett kaputte Extreme Gears. Wenn ihr dann genug von dem passenden Schrott habt, könnt ihr sie dann reparieren und habt ein neues Board. Super coole Idee. Bei den Missionen gibt es zwar Bronze, Silber und Gold, aber eigentlich wollt ihr immer nur Gold bekommen. Das kann teilweise wirklich gottlos schwer sein. Ich verfluche dich, Knuckles-Mission in Babylon Garden. Das Main Game ist übelst kurz, also ich würde empfehlen, diese Mission auch alle zu machen. Wenn ihr alle 100 Medaillen auf Gold habt, dann schaltet ihr das ganze coole Zeug frei. Also es lohnt sich wirklich. Einen Grand Prix-Modus gibt es auch. Und der ist lächerlich langweilig. Also es gibt 2 Grand Prix mit jeweils 5 Strecken. Und dort Gold zu bekommen wäre gar nicht so schwer, wenn es nicht komplett overpowerte Bots gäbe, die komplett grundlos einfach schneller sind, als sie sein dürften. Also ihr müsst natürlich gut spielen, aber es gab immer einen Bot pro Runde, der echt weird war. Wenn ihr beide Grand Prix auf Gold habt, schaltet ihr halt beide Sega-Strecken frei. Das Spiel hat aber auch noch ein paar weitere Modi. Einmal einen, wo ihr einen Teampartner habt und mit ihm zusammen arbeiten müsst. In der Mitte seht ihr eure Connection und wie weit ihr voneinander entfernt seid. Wenn ihr zu weit voneinander weg seid, dann wird der Teampartner, der weiter vorne ist, geschockt. Das Krasse hier ist, dass ihr zusammen ein Luftmeter teilt. Eine wirklich spannende Idee, aber es macht eigentlich nur Spaß, wenn man es lokal mit 3 Freunden spielt. Im nächsten Modus müsst ihr Chaos Emeralds sammeln. Ihr müsst sie halten und während ihr sie haltet, durch solche Tore fahren, um einen Punkt zu bekommen. Ziemlich simpler Modus. Der letzte Modus ist noch ein Battle-Modus. Also ein ähnliches Prinzip wie diese Mario Kart Ballonkämpfe. Aber hier gibt's einfach Schwerter und Schilder. Ansonsten ist es nicht wirklich was Besonderes. Es gibt 3 Maps, eine simple Schneemap, eine Map im Weltraum mit UFOs und eine mittelalterliche Map. Die Items, die spawnen, sind komplett random und das Komische dabei ist, dass einfach ein Drachenei random gespawnt werden kann. Wenn ihr das sammelt, schlüpft es irgendwann und dann habt ihr einfach einen eigenen Drachen. Was geht hier eigentlich ab? Diese Modi sind alle alleine ziemlich langweilig, aber mit Freunden könnt ihr echt ziemlich viel Spaß haben. Diese ganzen Sachen sind ein Zusammenspiel, was diesen Racer zu einem der besten und einzigartigsten Racer aller Zeiten macht. Kein standardaustauschbarer 0815 Racer mit Basic Fun Racer Elementen, sondern ein Spiel mit vielen coolen neuen Ideen und Liebe. Es gibt einen Grund, wieso es der einzige Sonic Racer ist, der bis heute kompetitiv gespielt wird. Der Artstyle des Spiels, das Intro, die Cutscenes, die neuen Charaktere, die Story, die ganze Babylon Lore, es fühlt sich alles so fantastisch und einzigartig an. Selbst die Musik ist für ein Sonic-Spiel sehr besonders. Auf eine Art mag ich den technolastigen Soundtrack nicht sonderlich, aber gleichzeitig passt er 100% perfekt in das Spiel und auf den Strecken hört er sich einfach richtig an. Die Extreme Gears sind eine super coole und sleeke Erfindung. Die sind overdesignte, futuristische Skateboards. Die passen so perfekt in das Designschema von Sonic. Wirklich, ich will keine lame Autos, in denen die Charaktere sitzen. Gebt mir was Besonderes. Wie ihr aber schon bei Eggman gesehen habt, gibt es noch weitere Extreme Gears, die keine Boards sind. Es gibt nämlich auch Extreme Gears, wo man sich normal draufsetzen kann, als wäre es ein Motorrad. Und neben diesen gibt es noch die unfassbar coolen Extreme Gears, die wie Rollerblades funktionieren. Es passt so perfekt und es sieht so gut aus. Speziell bei Shadow ist das einfach ein Muss. Spielerisch unterscheiden die sich wie halt jedes Board von den Statistiken, sind aber sonst fast gleich. Die könnt ihr außerdem im Schwarzmarkt kaufen, bei diesem Ciao. Sehr ähnlich zum Sonic Adventure 2 Schwarzmarkt mit dem Ciao. Generell sehe ich viele Parallelen zu Sonic Adventure 2 in dem Spiel. Im Schwarzmarkt könnt ihr halt normal für Ringe Extreme Gears kaufen. Das Spiel hat insgesamt 54 Stück, was wirklich übel viel ist. Darunter den fliegenden Teppich-Prototyp, einen Besen oder eine Wolke. Das mit Abstand größte Problem von Sonic Riders ist, dass es so besonders ist. Denn dadurch, dass es so besonders ist, müsst ihr erstmal richtig viele Sachen lernen. Leider bringt einem das Spiel fast nichts bei und ihr müsst alles selber herausfinden oder irgendwo lesen. Oder ihr lernt es einfach in diesem Video. Dadurch ist es halt oft dazu gekommen, dass Leute das Spiel gespielt haben und es halt schlecht fanden, weil sie es gar nicht verstanden haben. Es ist wirklich schwer reinzukommen, aber diese Tiefe, die das Spiel bietet, ist belohnend bis zum geht nicht mehr. Es ist wirklich schade, dass die Riders-Serie beim ersten Teil gepiekt ist und dann nur immer und immer weiter abgenommen hat. Wie es dazu kam und was passiert ist, werden wir uns auch noch angucken. Auf dem zweiten Kanal kommt heute, wie gesagt, noch ein weiteres Video zu Sonic Riders. Bringt den Kanal auf die 1000 Abonnenten. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.